Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei der Firma H&R in Linneschnitt. Was, Bruder? Hallo. Sele macht die Reifen sauber. Plan für heute ist, wir gucken nochmal über das generelle Setup rüber. Heißt, eigentlich habe ich den Wunsch, ich hätte gerne hier ein bisschen mehr Ausfederweg. Ja. Weil das Problem ist, es war nicht so geplant, dass dieses Fahrzeug so tief ist, wie es mittlerweile hinten ist. Was wir allerdings machen mussten wegen Radlast. Und das ist zwar stance-mäßig hier geil. Also das Setup ist jetzt so, du hast aktuell knapp gemessen etwas über 30 mm Ausfederweg, was halt im Rennstreckenbetrieb dramatisch zu wenig ist, weil das Auto hat immer ein Interesse, dass die Räder auf dem Boden bleiben. Heißt, fährt er jetzt über eine Kuppe oder irgendwie über eine unebene Stelle. Versucht das Hinterrad eigentlich am Boden zu bleiben, aber hat gar nicht mehr die Möglichkeit, weil er nur 3 cm ausfedern will. Ja. Und in der Sekunde verlieren dann die Räder den Bodenkontakt und das Auto hat halt keine Traktion. Theoretisch würde, dass er so tief steht, dem Federweg sogar zugutekommen. Ja, das kommt halt auf die Dämpferlänge an. Im Endeffekt ist das Setup entscheidend. Du hast ja alles abgeändert. Wir haben natürlich jetzt auch ganz andere Höhenmaße, so wie wir es damals ausgelegt haben. Das Auto ist jetzt anders eingestellt durch andere Räder, andere Kotflügelverbreiterung. Ist halt auch die Einstellung, die wir damals vorgegeben haben, natürlich jetzt verändert und passen nicht mehr zu diesem Komplett-Setup. Ja, ihr wolltet zwar eigentlich, dass ich noch tiefer fahre. Genau, aber jetzt so, müssen wir das aber, Rohr... Aber guck mal hier, das ist ja wie eng das schon ist. Ja, genau. Ja, hier ist gar kein Platz. Also hier ist... ist auch schön. Ja. Da brauchen wir immer noch ein bisschen Freigängigkeit. Nein, aber im Endeffekt mussten wir jetzt das Setup verändern, aber gehen wir gleich drauf ein, indem wir das gesamte Paket verlängern. Längere Rohre, Federweg. Als allererstes messen wir allerdings mal vorne hinten Federweg. Ja, genau. Also eigentlich finde ich das ja immer eine Schandtat, aber guck dir mal den Unterschied an, Alter. Ja, ja. Also der ist schon für Radlast extra jetzt so gestellt, dass eigentlich vorne hoch. Da der Hinweis an die damaligen STW-Autos, guckt euch die Bilder an, einfach mal in Google eingeben, STW. Die stehen optisch hinten komplett drin im Radkasten und vorne halt nochmal. So, mehr Federweg will ich aber deswegen, wir haben nämlich ein bisschen beobachtet, gerade Wilsterberg, vor der Mausefalle, guckt ja nochmal einmal so eine Kuppe. Genau. Und ich habe mich immer gewundert, meinst du die, wo wir abgeflogen sind? Genau da. Nicht mit dem Auto übrigens. Ich wundere mich immer, warum ich nicht gebremst habe an der Stelle. Also es war wirklich ein ekliges Gefühl, weil ich habe die Bremse getreten. Es fühlte sich an, als wenn du eine Bremse ins Leere trittst. Okay. So, hab mir dann überlegt, Alter, an der Stelle kann ja unmöglich die Bremse schon zu heiß sein, wie auch immer, bis wir dann irgendwann mal von außen in den Perspektiven gesehen haben, dass das Auto wirklich so, wir blenden das mal ein, schon so fliegen über diese Kuppe hinten rüberkommt. Allerdings über die Hinterräder, die vorne. So, als allererstes darfst du jetzt runter fahren jetzt. Ich? Ja. Geil. So, ab zum Wilsterberg geht los. Muss ich schon stehen, oder? Ja. Aber das Gefühl ist komisch. Weil guck mal, die Türkante. Ja. Wir haben übrigens mittlerweile wieder eine Handbremse. Ich habe hier einen kleinen Hahn reingemacht. Das heißt, du musst jetzt die Bremse treten. Und jetzt kluck, kannst du so. Jetzt, wenn du jetzt loslässt, ist die Bremse hinten blockiert. Okay. Fest. So. Warte, auch witziges Gimmick. Du siehst jetzt gerade beim Bremsen oben und unten deine Bremse von vorne hinten. Ach so, krass. Ja. Was schätzt du dir? Wie viel jetzt Bremsen brauchen noch was Dicke? Kein Gefühl, weil tritt mal rein, bis du ungefähr 40 hast. So stark musst du bremsen. Was, damit wir bremsen? Ne? Ja, auf. Ja, da wirkt jetzt die G-Kraft noch gegen, weil dein ganzer Körper will ja nach vorne, ne? In dem Moment. Aber ja, aber so, ich bin mal gespannt, wie es ist. Ja. Soll ich mal maximal reintreten, was geht? Ja, schaffst du 60, 70. 50. Keine Chance. Mein Nico bricht das Pedal, wenn er da rein macht. Aber jetzt hast du ungefähr 50, 50. Jetzt kann ich ihn aber verstellen. Hier einfach? Ja. Gehen wir zum Beispiel so. Jetzt zieht man an. Jetzt macht er genau gleich. Jetzt macht er hinten so ein bisschen mehr. Jetzt lass mal los. Jetzt müsst ihr vorne mehr machen. Siehst du? 70 zu 30. Ja, okay. Ich tritt volle Kanone rein. Jetzt ist aber das Geile, jetzt kannst du wenigstens richtig einlangen. Vom Gas runter und gib ihm. Ja, und nach zwei Runden hast du so Muskelkater, hast du gar nicht mehr drin. Ja. Rückwärtsgang ist hinten rechts. Ja. Unser Vermessungstechniker ist übrigens natürlich auch hier. Ja, genau. Herzlich willkommen, Daniel. Mal gucken, was wir heute so machen, ne? Mehr scannen als vermessen. Nein, wir haben eigentlich sogar heute auch noch vor, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, da kommen wir dann später drauf. Wir haben ja angekündigt, wir wollen uns mal so ein bisschen um Aero Gedanken machen. Mhm. So, und dafür brauchen wir noch die eine oder andere Stelle vom Auto gescannt. Das machen wir heute jetzt eh, weil wir haben uns nämlich genau auf der Hälfte getroffen. Das ist eigentlich schon krass, was wir immer so fahrtechnisch, also A, schon mal krass, was du fahrtechnisch auf dich nimmst. Das ist schon mal der Wahnsinn. An der Stelle vielen, vielen Dank schon nochmal. Aber auch, wie wir das immer koordinieren, dass man sich hier trifft, da trifft. Ne? Ja, so, das war perfekt heute. Die goldene Mitte.
Es ist zu stark. Nein, das ist normal. Hier, setz Daniel jetzt mal rein. Oh, viel besser. Weicher geworden. Boah. Ich hätte ja von vorher doch. Viel besser. Ernsthaft? Ja. Das ist, als wenn ich gegen eine Stahlscheibe da. Ja, hättest du vorher hättest du keine Ahnung. Stahlscheibe. Ja. Ja, das ist geil. Weißt du, das ist geil. Pass auf, das heißt, als allererstes würde ich vorschlagen, wollen wir mal einfach den Ausfederweg messen? Vorne ja. Hin? Ja. Wir messen den jetzt mal ein und gucken wir mal aktuell, wie er jetzt gerade steht. Kommst du raus, Daniel? Ja, ja. Schön. Ich wollte nur nicht andersrum, oder hätte man meine Arschritze gesehen. Das ist schon echt ernst dann auf jeden Fall. Ja, das ist unser Kollege Marcel Loppe. Marcel macht mit dem Claudius zusammen bei uns die Entwicklungswerkstatt und du erklärst jetzt mal, wie du jetzt einmal das Auto einmisst und guckst, wie der Ausfederweg steht und entsprechend, dass wir da die Informationen mal haben, was haben wir jetzt tatsächlich und wo wollen wir eigentlich hin. Jetzt müssen wir dazu noch sagen, dass Marcel ganz lange Frontantrieb auf der Nordschleife gefahren. Ja. Wie viele Jahre? 16. Eigentlich schade, dass du bis heute nicht mit der Orbit gefahren bist. Aber mir ist auch eingefallen, das Ding ist letztes Jahr im September das erste Mal gefahren. Überleg mal, wie wenig. Also es geht ja jetzt gerade erst richtig wieder los. Wir wollen ja noch auf die Nordschleife mit. Nee, wir haben Nordschleife noch was, fahre ich nicht. Wir haben noch was offen. Könnt ihr beide machen. Nicht? Nein, wir haben noch was offen. Nein, Nordschleife fahre ich nicht. Das könnt ihr beide schon unter euch ausmachen. Aber lass uns jetzt mal gucken, ob das auch... Erstmal eine Basis in das Ding hier reinbringt. Genau, richtig. Also wir sind uns immerhin mittlerweile so einigermaßen schon mal sicher, was... Reifenbreite, Felgenbreite, Spur, Maximum angeht und so weiter. Ich habe jetzt Sturz rausgemacht. Ich bin vorher mit 4 Grad gefahren, vorne, weil es vom Reifen her so aussah, als man noch mehr fahren müsste, was natürlich Quatsch ist, wenn wir eh schon zu viel Traktion vorne haben. Und um dieses Kippen jetzt so ein bisschen wegzukriegen, ist jetzt hier... sind wir jetzt so bei 2,6. Das andere Seite 2,3. Kommt natürlich immer auf die Strecke an, auf den Reifen, auf die Gegebenheiten und so weiter. Das ist, normalerweise sagt man immer, je mehr Sturz, je besser ist es, wenn der Reifen das hergibt. Aber in dem Fall ist das Problem halt das Kippen. Ja. Und das Kippen kann aber tatsächlich an zu viel Sturz liegen? Kann, theoretisch ja, weil der Reifen ja zu viel Traktion aufbaut und in dem Moment stützt sich das ab und dann fängt das Auto an. Mhm. Also, man muss jetzt gucken. Und dann ist es ja auch noch beim Kippen so, dass er dann ja noch mehr Auflagefläche bekommt. So, genau, ne? Genau. Je weiter er kippt. Genau, dann, und je mehr der aufliegt, je mehr Traktion und je mehr kippt er dann. Du siehst, ich habe den schon radlastwagenmäßig passend eingestellt. Ja. Sieht in meinen Augen absolut scheiße aus, aber gehört zu so einem Rennauto scheinbar dazu, dass der halt hinten ganz drin steht. Ne? Und vorne, was ist das, Alter? Ja, man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, du hast natürlich auch alles, was im Endeffekt möglich war, in diesem Auto aufgerüstet. Das heißt, du hast den so viel stärker gemacht, so wirst du ja niemals einen Fiat 500 irgendwie kaufen können. Und es war halt einfach beim Radlasteinstellen mit dem Crossgewicht, musste ich halt das Gewicht verteilen und sonst hätte es halt die Variante gegeben, Hinterhöhen höher drehen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Ja, man hat das Problem auch bei einer Radlasteinstellung, wenn man den über die Diagonale einstellt, dass auf jeden Fall die Höhe nicht passt. Ja. Also, da kann man machen, was man will. Und ich meine, die Kotflügel sind jetzt wahrscheinlich auch nicht genau einen Millimeter. Nee. Das kommt halt noch dabei, denn der Wert hat sich ja jetzt verändert. A, durch die Verbreiterung, durch die enorm riesengroßen, breiten Slick-Rennräder, die du noch drauf hast, passt das ja gar nicht mehr zu der normalen Fiat 500 Karosserie. Ja. Also man misst auch normalerweise nicht von Radmitte, man misst den tiefsten Punkt am Unterboden. Ah. Also bei Porsche, bei solchen Fahrzeugen, gibt es eigentlich gar kein Maß von Radmitte bis Kotflügelkante, sondern man hat gewisse Punkte am Unterboden. Es gibt nur in Nordrhein-Westfalen bei der Polizei gibt es nur Radmitte zu Kotflügelkante. Genau. Ja, schönen Gruß. Nein, aber hat auch wahrscheinlich auch Aerodynamik zu tun. Ne? Genau. Aber was bringt es mir, wenn es hier schön aussieht, ne? Aber das ganze Ding am Ende so oder so steht? Du stimmst ja auch im Fahrweg viel über das Heck ab. Es kann ja auch das Heck ein. Also es kann ja sein, wenn man die Hinterachse höher macht oder tiefer macht, kriegt man ja das Untersteuern weg. Und halt, man dreht nicht unbedingt immer das Auto hinten tief und vorne hoch. Mhm. Also die Radlast muss funktionieren, aber beim Fahren hat man halt beim Anbremsen und so weiter, der Unterboden muss mal gemessen werden, der Wasserwaage, wie steht der? Das hat ja auch alles Vor- und Nachteile. Aus dem Bauch heraus, bei dem Auto, was würdest du sagen, Ein- und Ausfederweg vorne, hinten, was brauchen wir da ungefähr? Kommt halt auch auf die Strecke an.
Also bei einer Grand Prix Strecke würde ich jetzt sagen, da reicht normalerweise vorne 35 bis 40 mm Einfederweg, Ausfederweg immer halt viel. 55, 60 mm bei einer guten Sperre. An der Hinterachse würde ich 35 Einfederweg und 35, 40 Ausfederweg machen. Okay. Also auf jeden Fall mehr Ausfederweg als Einfederweg. Genau. Einfach auch wegen der Traktion, weil sonst fangen ja auch die Räder an durchzudrehen. Ja, ja, ja. Wenn jetzt mal nass wird oder irgendwas ist, die Sperre zieht das Auto ja sicherlich auch gut in die Kurve rein, aber wenn der Ausfederweg nicht mehr da ist und man fängt langsam an, dass das eine Rad sich hochzieht, dann fängt er ja auch irgendwann an durchzudrehen. Das heißt, die Sperre reißt das Auto wieder in die Kurve rein. Wenn du mit dem Setup über die Nordschleife fahren würdest, jetzt mit 30 mm Ausfederweg an der Hinterachse, die Hinterachse würde so oft in der Luft fliegen. Radwechsel machen würde ich. Du brauchst da wirklich Weg, das Rad muss auf dem Boden bleiben, weil 30 mm sind da halt wirklich nicht. Fronttriebler auf der Nordschleife braucht Traktion, der braucht eine vernünftige Lage, also vom Fahrwerk her, Setup her. Das Heck muss nicht extrem stabil sein, das heißt beim Einlenken, das muss halt alles ein bisschen hinten arbeiten. Wenn ich in die Kurve reinfahre und das Heck so stabil ist, dann passiert da nichts. Das heißt, die Vorderachse wird umso mehr belastet. Also ein Fahrwerk für die Nordschleife abzustimmen ist halt immer, man muss viel auf die Vorderachse achten und die Hinterachse halt versuchen, schlecht, so schlecht wie möglich zu machen. Wir haben jetzt an der Vorderachse, habt ihr ja schon gebaut. Beim Fronttriebler. Fronttriebler, ja, Hecktriebler ist genau anders. 20 mm stabil, also dünner als Serie, 21 Serie, 22, 24. Also Vorderachse sind wir ausgerüstet. Das ist auch noch was, was ihr in dem Video nachher seht. Wir gucken uns die Hinterachse mal an in Bezug auf stabil. Die hat nämlich gar keinen Verbundlenkerachse. Da wir ja eh die Dämpfer rausnehmen, können wir mal gucken, wie sehr die links-rechts lose sind, weil ich war wirklich beim Golf 3 erschrocken, als wir den Stabi ausgebaut haben. Also es ist wirklich so, du nimmst den Stabi raus und machst klungen, klungen das Rad so ungefähr. Ne? Obwohl du eigentlich denkst, ey, das ist doch eine starre Achse. Ja. Aber da ist doch ganz schön Bewegung drin. Ob wir dann Stabi einbauen oder nicht, ist eine andere Sache, aber wir gucken es uns auf jeden Fall erstmal an. Ja, wir nehmen die Daten auf und wenn, wenn eine Möglichkeit da ist, auch gerade diese Mehrlochverstellung an der Hinterachse unterbringen zu können, dann denken wir darüber nach. Yes, dann lass uns mal messen. Okay. Ich würde gerne Pizza Schinken und eine Cola. 3, 2, 8, 2, 9, 5, 315. Das wären jetzt die Werte von der Mitte im Stand. Und wenn wir den jetzt aushängen, nehmen wir die Leichen nochmal und haben dann den Ausfederweg am Rad. Das ist ja auch ganz wichtig, weil am Dämpfer ja ein anderer Weg ist, wegen der Achsübersetzung. Dann fahren wir mal hoch her. Aber man sieht so schon, man sieht so schon, das ist halt nicht viel, was hier ausfedert. Wie gesagt, zu viel will man auch nicht, weil man das Heck ja auch ein bisschen instabil haben will. Weil zu gutes Heck heißt immer schlechtes, langsames Fahren. Schlecht nicht, aber langsam. Du willst ja, dass das Heck mitlenkt im Endeffekt bei einem Fronttriebler. Da soll er mit dem Hintern leicht übersteuern mitkommen, dass du schneller um die Kurve kommst. Ein gutmütiges Übersteuern. Genau. Ich will erstmal nur, dass er geil fährt. Ja, kein dramatisches, dass er Angst bekommen muss. Wobei, mir muss man auch eine Sache. Das soll hier absolut nicht so aussehen, als wenn das bisher nicht funktioniert. Man darf nicht vergessen, wir sind mit dem Auto 1.53.0 gefahren. Ja. So, ne? Und ich bin wirklich jetzt nicht so der 24-Stunden-Rennen-Rennfahrer, sondern in Anführungsstrichen Hobbypilot. Und jeder, der Bilzer Berg gefahren ist, 1.53.0 im Oktober, ist schon schnell. Mit einem Fiat 500. Genau. Also wenn wir überlegen, so also unsere anderen Konsorten fahren irgendwie ganz knapp 1.50 oder 1 drunter. Mit einem voll umgebauten M3, schieß mich tot, irgendwas mit einmal alles, ist das schon eine harte Ansage. Oder mit dem X-Bow, der mehr Leistung hat und leichter ist. Und Heckantrieb. Und Heckantrieb bin ich langsamer. Und Motor hinten. Bin ich langsamer als mit dem Auto. Die X-Bow ist langsamer. Ja. Was ist die gefahren? Ich bin 1,53,7 gefahren. Ja. Ist mit Sicherheit überall noch was drin, ne? Aber nur erstmal so. Auch mit Slicks. Mit Cup 2. Ja, ja klar, keine Frage. Kurz vor Ende war ja, nein, der wird auch mit Sicherheit schneller sein, nur mal so eine Referenz, dass wir hier nicht von 2 Minuten reden und jedes andere Auto 5 Sekunden schneller. Nein, und vor allem nochmal, wir reden über einen Fiat 500. Deswegen, ich glaube einfach, das ist schon Jammern auf hohem Niveau und viele würden da einfach sagen, aber wir wollen halt einfach noch schneller. Und Vorsorge betreiben, bevor es halt zu spät ist. Genau. Man muss natürlich auch immer, der Reifen muss auch funktionieren zum Fahrwerk und zum Auto. Ja. Also das ist ja auch immer das Erste, was in dem Auto oder am Auto federt, ist ja auch der Reifen. Das ist ja nicht die Federung, der Stoßdämpfer oder der Stabilisator, der dann mitarbeitet, sondern die Flanke vom Reifen arbeitet ja auch einen gewissen Teil. Und wenn die zu hart oder zu weich ist, das hat ja alles Vor- und Nachteile bei der Abstimmung. Gut. Schieß los. 370, 334, 374. 337.
Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Auto theoretisch gerade auf der Bühne steht, das kommt definitiv hin, wenn ich mir den Schweller so angucke, dann sieht man von der Theorie her, dass das Auto schon vorne weiter ausfahren kann als hinten. Ja. So, deine Annahme, was du gemessen hast mit 30, passt nicht ganz. Also hinten sind wir hinten links bei 44, hinten rechts 42, vorne links 55 und vorne rechts 46. Mhm. Also vorne hast du sogar tatsächlich Differenz. Ja, aber das liegt ja... Ja gut, du hast natürlich auch hier über 10 mm, 13 mm unterschiedlich eingestellt. Als ich ihn jetzt neulich wieder auf Radlastwaage eingestellt habe, dass ich ihn auf beiden Seiten hinten runtergedreht habe. Na, du hast ja mir das erst letzte Woche noch gesagt, meine dass auch, du bei 33 bist, hast du leider noch nichts mehr gedreht. War okay. Eingefedert. Vielleicht nicht richtig dran. Ah, doch! Ja, ha. Jetzt macht's Klick. Ich habe doch 30 Liter Wassermeter nur hinten drin. Das Auto steht jetzt gerade tiefer. Ah, okay. Weißt du, ich habe jetzt gerade ja die Wassermeter 0 hinten eingebaut mit dem 26 Liter Behälter plus Pumpe. Und deswegen wird da hinten jetzt gerade ein Zentimeter weiter drin stehen. Mhm. Und das ist der Zentimeterunterschied. Das heißt, die Fahrhöhe vorher war ja auch nicht so krass tief drin. Okay, das heißt, der stand einen Zentimeter höher. Genau. Wir machen mal Folgendes, wir bauen die jetzt aus. Macht es Sinn jetzt, spaßeshalber den nur mal zu verschränken und zu gucken, was passiert? Der Einfederweg, den haben wir ja damals schon mal gemessen. Ja. Der war ja in Ordnung. Ja, wobei hat er danach nochmal umgebaut. Ne? Ja, aber die Höhen sind ja geblieben. Nee, die Höhen hast du umgedreht, hast du dir neu eingestellt, meine ich. Nein, ich meine die Einfederwege. Ach so, das ja. Die sind ja nicht verändert. Wir haben ja damals uns die Arbeit gemacht und haben die Dämpfer ohne Feder reinfedern lassen und haben geguckt, wo ist oben Ende. Und das Maß hast du ja nicht verändert, dann hättest du ja den Stoßdämpfer verändern müssen. Das war allerdings noch ohne Verbreiterung dran und so. Genau. Gut, aber die Karosserie ist ja hinten ausgeschnitten, oder? Ja, schon. Vorne okay, aber hinten? Ja, aber hinten ist das Rad größer, also das wird schon... Das wird schon passen. Ja, aber die Kotflügelkante, die originale, ist nicht mehr da. Nee. Eben. Hinten können wir auch gleich spaßeshalber einfach mal testen. Wir können ja hinten das Ding einmal ohne Feder ranbauen. Das ist ja, wir können auch ein Kabelbinder um die Kolbenstange machen und sehen, bis wo federt der eine, und dann haben wir das Maß. Genau, können wir auch mal. Das wäre jetzt im Endeffekt der neue Aludämpfer mit 30 mm längerem Außengehäuse. Mhm. Den tauschen wir dann aus. Das heißt, das Setup da drin ist identisch? Das Setup an sich ist identisch, genau. Und auch genauso hier wieder Zugdruckstufenkombination verstellbar. Genau, richtig. Immer wieder krass, was so ein Ding in Alu wiegt, ne? Nämlich einfach mal gar nichts. Ja. Das heißt, der hat jetzt logischerweise einen Weg. Der hat jetzt circa 30 mm mehr Ausfederweg als die Kombination, die du gerade drin hast. Können wir aber auch gleich nochmal im direkten Vergleich nochmal messen mit dem Dämpfer und können dann genau... Also ich würde es alleine gerne auf jeden Fall testen, alleine wegen Thema Bremsen und so auch. Ne? Einfach nur zum Erfahrung sammeln. Probieren wir aus, bis das Auto perfekt wird. Versuch macht klug. Das Problem ist, wann ist er perfekt? Vielleicht würde sich wer anders reinsetzen und sagt, er ist schon perfekt. Bist du behindert, mit so einem Auto so schnell zu fahren? Es gibt halt nie ein Patentrezept, wo du sagst, genau so ist das perfekte Auto, sondern es hängt immer vom Fahrer ab, von den Gegebenheiten ab, Strecke ab und so weiter. Aber du musst dich in dem Auto wohlfühlen und darfst halt keine Angst davor haben. Ne? Wir fangen mit dem Roman an. Ja, gerne. Oh, das ist aber gut weggeschnitten. Ja. Ja. Nee, nicht nur weggeschnitten, ich habe zugeschweißt, ne? Sieht aus wie Original hier. So, und gut, er schleift. Hier? Hier? Also, überall. Er kann auch gar nicht tiefer rein. Hier, an der ganzen Kante. Also, wir zeigen euch schon mal einmal hier kurz einmal die Achse. Das ist theoretisch so eine Verbundlenkerachse, das heißt, ihr habt einfach nur zwei Schraubpunkte und das ganze Teil macht einfach nur... Jetzt ist halt die Frage, da hier ja schon stabilmäßig irgendwas so ein bisschen drin ist auch. Ja, also der stabilisiert sich halt, also die Verbundlenkerachse in sich. Früher, ich sag mal vor gut, keine Ahnung, 20, 30 Jahren hat man sogar solche Achsen wie Volksverstärkt. Sondern was wir haben sie einfach Flacheisen genommen und runtergeschweißt und eingesetzt und eingeschweißt. Ich finde halt krass. Ich würde niemals, wenn ich die Achse so sehe, denken, dass die arbeitet. Ne? Dass die Räder einzeln so machen können. Tun die aber. Ich war fassungslos. Ich bin gespannt, wie es bei der Achse ist. Beim Golf 3 war wirklich Katastrophe. Mhm. Vielleicht ist die schon ein bisschen steifer und dann bringt es auch nichts da, einen Stabi einzubauen. Aber da siehst du ja, der hat ja immer eine Versteifung in sich. Irgendwas ist ja schon drin. Aber auch nur eingeschweißt hier. Genau. Nein, das wäre ja das Original ab Werk. Jetzt gibt es natürlich eine Variante, einen zusätzlichen Stabi anzubringen. Man müsste halt nur gucken, wo man A, einmal die Anbindung schafft und B, wie man natürlich den Stab an die Achse fixiert bekommt. Entweder über Bügel oder eine direkte Fixierung an der Verbundlenkerachse rein. Wir haben natürlich schon von diversen
anderen Herstellern gesehen, dass es auch teilweise Lösungen geben soll, dass sie in die Achse reinbohren, aber das machen wir nicht. Guck, man sieht es ja so schon. Genau, da siehst du schon den Unterschied, wie die hier anfängt zu arbeiten. Das andere Rad macht ja gar nichts. Genau, die bewegt sich noch nicht. Kriegt man das hin, wenn der Stabi an die Achse geschraubt ist? Ja, du hast entweder, so kennt man zum Beispiel von unseren Golf 2, 3, 1 Lösungen, da gibt es einen Bügel, das heißt der Stab läuft entweder drüber oder meistens natürlich in dem Fall drunter her. Und dann hast du einen Bügel, der um die Achse geht und der Lagerblock am Stab wird an die Achse komplett rangepresst über Bügel. Zwei Stück und natürlich an den Punkten hinten verschraubt. So, bei denen ist es aber so, dass da der Dämpfer im Endeffekt den gleichen Anschraubpunkt hat auch wie der Stabi. Hier müsste man sich überlegen, wo man den fixiert, dass das entsprechend halt hier auch reduziert wird, die Wandneigung. So, und dann wollen wir im Idealfall noch eine Mehrlochverstellung unterbringen. Also ich sehe auch gerade nur, dass das hier unsere Möglichkeit ist, weil hier ist ja auch der Dämpfer befestigt. Das heißt, hier müssten wir auch dran gehen mit dem Stab, ne, dass der irgendwie hier dran fixiert wird. Nur da sehe ich gerade, platztechnisch wird es auf jeden Fall Baustelle. Weil hier gehen wir jetzt mal davon an, der Stabi läuft hier unten drunter lang. Ne, der müsste dann ja irgendwie so kommen, entweder so, so und hier dran gehen. Aber dann ist halt die Frage, wie realisierst du die Mehrlochverstellung? Eine einfache Verstellung würde klar gehen. Ja, das heißt, du gehst mit dem Stabi hier drunter, kommst hier hoch, machst hier noch eine Biegung, gehst hier dran, gerades Ende. Das ist irgendwie eine Kopfstange zwischen, also, ne? Ja, irgendwas müsste man sich da überlegen, ja. So, und dann ist aber auch wiederum die Frage, ne, das ist wie gesagt kein Patentrezept, das haben wir auch nicht im Programm für das Auto. Macht es bei dem Wagen überhaupt Sinn, die Achse mit einem Stabi zu versehen, was die Fahrdynamik angeht, gerade im Betrieb auf einer Rennstrecke? Weil wenn wir in der Sekunde die Achse natürlich deutlich verbessern, laufen wir auch wiederum Gefahr, dass das Auto auf der Strecke schlechter fahren könnte. Im Straßenverkehr würde natürlich ein Stabi vorne hinten extrem viel Sinn machen. Aber in dem Fall, da du ja alles schon ausgereizt hast, müsste man jetzt gucken, was passiert wirklich, wenn hier ein Stabi reinkommt im Verhältnis zur Vorderachse. Also man sieht auf jeden Fall von hier schon mal, wenn man hier so reinguckt, ist natürlich ein Problem an der Achse, dadurch, dass wir hier den Drehpunkt haben. Je weiter das Ding einfährt, je kürzer. Hier sieht man jetzt schön bei der Achse, dadurch, dass die hier den Drehpunkt hat, wandert das Rad immer weiter nach vorne. Also der Radstand wird kürzer beim Einfedern. Aber das ist nicht so viel mehr als vorher, ne? Gerade so passt das. Ja, also ja, ich müsste jetzt hier weiter wieder freischleifen. Aber oben ist noch Luft, ne? Zu kaufen. Ja. Ja, da ist noch Platz ohne Ende. Oben könnte er noch. Ja. Platz ohne Ende. Du kennst. Ja, da nicht. Ich meine vom Blech innen drin, weißt du? So, ja. Im Inneren Haus. Ja, wenn du merkst, dass es automatisch bremst, dann bist du am Anschlag hinten. Aber hier sieht man jetzt schon den Unterschied, wie er hier nicht so eingefedert ist, ne? Mhm. So. Das ist beschränkt, ne? Das ist jetzt beide Seiten ohne Stabi. Das ist die Prüfstandfahrt. Aber ist es jetzt viel oder wenig? Also mir kommt die Achse schon recht steif vor. Die ist definitiv steif. Also die Golfachse, das ist ja, hängt ja jetzt hier. Die Golfachse war weicher. Wenn ich mir jetzt überlege, das ist ja die Maximalverschränkung gerade. Das ist ja schon so ein bisschen wie eine Achse mit Stabi, oder? Du hast ja hier einen Drehstabi drin. Ja, ja, klar. Aber die Frage ist, ob der steif genug ist. Mach mal. Sven Schulz, Tuning Experience, haben angerufen. Wer hat angerufen? Tuning Experience, ich wurde angenommen. Ja, ja, aber hast du noch mal eben die Flex, dass wir hier mal ein bisschen was schneiden können? Ach du Heiliger, ja, hier oben aber auch. Ja. Aber ich habe die damals, du kennst mich ja, mit Absicht nur nicht klein gemacht. Ja. Weil ich wollte natürlich auch nur das, was ich, also ich das, könnte jetzt, nötig ist. Ich könnte jetzt 5 mm Platten wegnehmen. Jetzt liegt aber komplett oben irgendwo an, oder nicht? Nee, nur dem Carbon. Ne, ein Finger geht so gerade eben durch, also hier bis zur Kappe. Was sind das, 5 mm? 8, 7? Was ist hier? Aber da ne, hier innen ist dran. Ja, aber da federt halt eigentlich dran vorbei. Weißt du, guck mal, wo du von hier guckst. Na, warte mal, hier kann ich noch drehen. Ja, ist ein halber Finger. Der hier vorne und hier oben würde rein theoretisch würde noch gehen. Aber wirklich hier ein bisschen freigängig machen, dann könnte, weil wir müssen jetzt dazu sagen, wir haben jetzt 5 mm Spurverbreiterung wieder runtergenommen. Nein, nein, wir wollen ja gar nicht so tief fahren. Nee, auf keinen Fall. Ja, das, jetzt gerade ist der Unterboden gerade. Ja. Das heißt, wir müssten vorne auch so tief fahren, das wird nicht gehen. Also man bringt ja auch nichts, wenn das Auto so steht am Ende. Ja. Aber guck mal, hier haben wir jetzt das Rad fest. Ja.
glaube ehrlich gesagt, also ich würde wirklich gerne Stabi einbauen, aber das können wir uns sparen. Ja, guck mal, wie viel Weg das ist. Also, nein, ich finde das viel. Ja, die andere Seite ist ja fest, logischerweise. Ja, aber schau dir den Weg mal, den das hat noch macht. Ja, aber ohne dass ich mich als großer. Ja, aber es soll ja auch keine komplette Start. Nein, soll es ja auch nicht, natürlich nicht. Deswegen. Oder was hast du dazu? Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die trotzdem noch so viel Weg. Nee, aber beim Golf würde das Rad runterhängen. Also drüben ist das Rad fixiert, eingefedert und sogar noch mit dem dritten Mann gestützt, okay? Mhm. Da bewegt sich jetzt nichts. Und ich strenge mich nicht an. Jetzt guck mal, was das Rad hier noch an Weg macht. Wenig. Ja. Ich finde auch wenig, ne? Bei ganz vielen Autos kannst du das extrem bewegen. Ja. Siehst also du schon, wenn du die Bühne bewegst, dann... Nein, aber um den Zuschauern zu erklären, ja, man denkt Starrachse, es ist ein Bauteil und trotzdem lässt sie noch so viel Torsion genau zu. Aber ich und glaube, das ist ja nun mal... Ich glaube, wenn wir da noch einen Stabi runterklatschen, ja, dann wird es eine richtige Starrachse. Auf jeden Fall. Und dann geht da gar nichts mehr. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, eine Achse oder eine Hinterachse so stark zu machen. Auch im Rennbetrieb. Auch. Ja, ja, vor allem haben wir dann natürlich erst recht das Problem, dass dann ja nur noch beide Räder in der Luft sein können. Das heißt, wenn ich über die kleinste Kuppe komme und das Rad hier gar nicht mehr raus kann, genau, ja, dann ist es ja ständig in der Luft. Ja. Das heißt, das glaube ich leider auch, dass wir uns die Nummer schenken können. Ja. Nur ich dachte, die war deutlich weicher. Wir können das ganze Spiel ja jetzt nochmal machen mit eingebauten Dämpfern, um zu gucken, was da passiert. Weil gerade beim Ausfedern wäre es mit Stabi auf jeden Fall schlechter. Also wenn ich über die Kuppe komme und ein Rad jetzt gerade schon in der Luft hängt, dann wird es ja... Das eine Rad zieht sich ja dann automatisch genau mit hoch. Genau. Das heißt, wenn du über die Kuppe kommst, das Auto federt ein, geht das eine Rad ja nicht dann runter. Das heißt, du verlierst irgendwann die Bodenkraft. Im Endeffekt sorgt jetzt die Nummer gerade dafür, das hier, dass noch so einigermaßen auf dem Boden ist, dass das Rad noch irgendwie auf den Boden kommen könnte oder will. Das würden wir dann mit einem stärkeren Stabi auf jeden Fall entgegenwirken. Nee, dann würde ich tatsächlich erstmal so lassen mit mehr Federweg. Zieht das mit hoch. Das richtig macht er ja vorne auch. Das ist ja der Nachteil auch, wenn du ein Auto hast, zum Beispiel ohne Sperre. Wenn du einen ganz dicken Stabi dann reinmachst, zieht der das hoch. Deswegen muss man halt auch, wenn wir hier Fahrwerksabstimmung und Stabi-Abstimmung machen, immer darauf achten, dass das nicht zu extrem ist. Genau. Das gibt einen Vorteil beim Lenken und allem, aber man muss trotzdem aufpassen, dass er nicht Traktion verliert und dass das, sag ich mal, irgendwann ins Negative überschwenkt. Ein vernünftig abgestimmter Stabi ist immer super, funktioniert tadellos. Aber wenn man das zu dick dann irgendwann macht, dann geht das so ins Negative. Das beste Beispiel ist ja die Golf 7 Plattform. Da haben wir ja zum Beispiel zwei Artikelnummern. Wir haben eine Variante, Sportstabilisatoren für Vorder- und Hinterachse für den wirklich normalen Alltagsgebrauch. Und dann gibt es noch eine zweite Variante, so gerade die stärkeren Varianten wie GTI, GTD, R. Wobei R an der Vorderachse sogar noch anders wegen dem Allrad, aber ich sag mal die ganz normalen frontgetriebenen Wagen. Da gibt es dann nochmal eine stärkere Variante für die schon wirklich sportlicher Landstraßen und so weiter. Und da legen wir in der Entwicklung ja fest, bis zu welchem Punkt ist es gut und ab wann wird es, ich sag mal, schwieriger. Und du bist ja bei einem Rennauto sowieso schon in einer ganz anderen Dimension, was die Abstimmung angeht. Bei einem Straßenauto setz dich mal in einen normalen Golf GTI rein und fahr mal um eine Kurve. Da weißt du selber, was da passiert. Na, das Auto so schaukelt sich ohne Ende auf. Mit unserem Stabi verbesserst du das Fahrverhalten dramatisch gut. Beim Straßenauto, muss ich sagen, muss man wirklich einfach mal ein Stabi gefahren haben, um zu wissen, was das für ein Vorteil und wie ein Auto sich verändert, positiv verändert beim Einlenken, auf der Bremse generell. Also erinnere dich an meine Worte. Ich habe immer gesagt, wenn jemand die Möglichkeit hat, möchte er bitte ein komplett originales Auto nehmen und erst einen Stabi einbauen. Ja. Dann fahren und dann erst ein Fahrwerk machen. Dann merkt man erstmal den Unterschied, was nur ein Stabi bei einem Originalauto schon macht. Habe ich das perfekte Auto für. Welches? Mein Bus. Ja. Wir haben ja in meinem PK4 Bus draußen tatsächlich Stabis eingebaut. Das Ding liegt gefühlt wie ein Brett. Genau. Also ist wirklich, also ich kann auch jedem fast im Bus mehr ein Stabi empfehlen als in einem Sportwagen. Weil gerade wenn man viel Anhänger fährt und man doch mal irgendwie, keine Ahnung, wir hatten es auf dem Hinweg wieder ein paar Mal, es zieht einer raus und du musst auch mit gespannt mal einen kleinen Schlenker machen. Das ist schon krass, wie stabil. Autobahnbrücken. Gerade Autobahnbrücken so. Und dann am besten noch einen 40-Tonner überholen mit dem Bus. Man also kennt's, da kommt ein Windschlag von der Seite, da wird man Angst. Da merkt man das krass. Okay, so, dann haben wir das schon mal erklärt. Jetzt haben wir hier den neuen Dämpfer. Ja. 160er Feder. Wobei, stimmt gar nicht, 70er Feder, 160 ist ja die Länge. Also 160 lang, 50 der Innendurchmesser, na, das ist das kleine Rennfedersystem und 70 ist die Rate. Also 160er Rate wäre auch heftig gewesen. Das wäre ein bisschen heftig, ja. Marcel, was sagst du dazu, 70er Rate, so aus dem Bauhaus, weißt du noch, was ihr mit Frontantrieb immer so gefahren seid? Auch 70 rum. Das passt. Ja. Mal mehr, mal weniger, das kam immer, wie der Scirocco Cup war, ein schweres Auto, hat man mal Richtung 100,
Der Civic, wiegt ja echt wenig. Der Civic, der ganz ausgeräumte, den wir damals hatten, hat er wirklich auf ganz leicht gebaut, weil da hatten wir auch 60 oder 70 Kilo hinten. Aber wie gesagt, es muss funktionieren. Zum Dämpfer, zum Reifen, zum Fahrer. Habt ihr gerade geguckt gehabt, wie es eingestellt war? Ja. Wie war das? Ich erinnere mich schon bei mir. Das hatte 13. Daniel das letzte Mal. 13. 13 heißt? Also ganz zu und 13 Klicks auf. Man muss das schon sagen, sehr weit auf. Er hat den selber aufgedreht. Ich war wirklich zu blöd. Also ich war, was das angeht, kann ich ganz ehrlich sagen, ich war zu blöd. Ich wusste nicht, dass mein Stoß einfach ganz zudreht und dann wieder aufdreht. Ich habe den ganz aufgedreht und dann wieder zugedreht. Ja, es ist beim Aufdrehen so, dass das Ventil ja irgendwann auf ist und hat dann irgendwann ja keinen Anschlag. Beim Zudrehen ist dann irgendwann hart. Vorbei, ja. Dass die Verstellschraube geht auf den Anschlag und kann sich dann nicht mehr verdrehen. Also das heißt, wenn man den jetzt auf ganz hart dreht, also merken. So, und dann kann man dann halt jetzt zählen. Also ganz zudrehen, dann wieder aufdrehen. Genau. Und dann waren wir 13 Klicks offen. Ich kann mich aber auch noch an die Konversation erinnern, wie er noch sagte, ey, hier, was soll ich drehen? Da stand er nämlich am Wilster Berg. Da haben wir sogar noch telefoniert, was sollen wir am besten einstellen? Und da hast du wahrscheinlich radikal aufgemacht. Aber das merkt man. Jetzt hast du einstellen. Sollte man mehr. Ja, aber Marcel passiert? Auch gerade schon an. Nee, das müssen wir jetzt noch mal einmal neu einstellen. Ja, dann dreh mal zu. Jetzt so. Mach's mal. Das heißt, zu ist für dich der letzte Klick oder noch ein weiter? Ja, das ist jetzt, sag ich mal, da ist ein Sechskant drin oben mit zwei Kugeln und einer Feder. Den hat man jetzt dann aus diesem Sechskant rausgedreht. Das heißt, er klickt jetzt in den Sechskant und dann... Und das heißt, das ist 0 oder 1 dann? Theoretisch. 6, 7. Also ich... Das ist dann... Und das wäre jetzt 0. Also das wäre jetzt ganz zu. Aber wir hatten den auf 7 oder auf 13? 13. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, mach mal auf 7, weil 13 ist schon kurz vor ganz offen. Ja, du musst halt raustesten, womit du dich am besten fühlst im Auto. Das kann dir kein Mensch jetzt vorgeben. Wir können dir einen Weg vorgeben, wo wir sagen, damit könntest du klarkommen. Aber im Endeffekt, was dein Popometer dir sagt, ist von dir abhängig. Aber ich hab immer Spaß daran, erstmal von den Experten zu lernen und dann selber zu testen. Ja. Weil wenn ich anfange, alles selber zu testen, dann weiß ja, was ich so gerne alles teste. Ich meine, wir haben ja jetzt das beste Beispiel. Man muss ja dazu sagen, er fährt ja wirklich 24 Stunden Rennen und VLN. Wie würdest du denn fahren als Rennfahrer? Wahrscheinlich so. Wir beide sind ja Gurkenfahrer. Ich würde jetzt anders anfangen. Ja, ist ja die Wahrheit. Ich würde mir jetzt bei Dieter die Kennlinie von dem Stoßdämpfer holen und würde mir die Kennlinie angucken. Dann würde ich mit dem Auto fahren und das dann so hindrehen, wie ich meine, dass das für mich funktioniert. Dann würde ich nochmal fahren eine Runde und gucken, ist es jetzt gut oder nicht gut. Drehe ich den härter, drehe ich eine weicher und so weiter. Es ist ja auch noch eins, die Zugstufe ist ja eigentlich auch ein Bauteil oder ein Teil von dem, was wichtig ist. Was der Stoßdämpfer schnell runtergeht. Das heißt, wenn ich jetzt den Stoßdämpfer ganz zudrehe und habe eine Zugstufe, die extrem hart ist, dann federt das Rad ja auch nicht mehr schnell aus. Das heißt, wenn ich dann über eine Bodenwelle fahre, wie du jetzt sagst, und einlenkst, muss das Rad ja auch irgendwie erstmal runterkommen. Und wenn der Stoßdämpfer auch so hart ist und das Rad kommt nicht runter, dann verliere ich ja auch die Traktion und das Heck könnte mir dadurch auch Vorschlag. Ausfallen. Wir hatten 13, das heißt, wir machen jetzt aber 10. Ja. 10, wann ist 10 der Geburtstag. Wann ist der nächste Termin? Nächsten Sonntag und Samstag. Okay, vielleicht der darauf folgende, dann nehmen wir ihn einfach mit. Mai können wir zweimal fahren. Ja, dann kommst du mit im Mai und fährst mit dem Kumpel. Ich muss erst mal gucken, welche Termine ich... Also wenn du 1,44 fährst, gebe ich auch einen aus. Ey, kein Problem, 90 Kumpel schneller. Dann sind 1,53. Okay. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Dann bist du bei der Rundenrekord... Das ist Frontantrieb-Rundenrekord. Ja. Nee, Ben ist 1,40 gefahren. Nee, 44. 1,44,7, ja. TCS schon gut. Ja, du kommst einfach im Mai mit. 8 Sekunden. Und dann fährst du mal damit und würdest den einfach mal einstellen, wie du als Rennfahrer. Weil egal, was wir beide sagen, wir sind Gurkenfahrer. Du wirst da ein ganz anderes Gefühl werden. So ein Quatsch. So ein völliger Blödsinn. Also ich stelle das Fahrwerk ein und du das Rolltempo. Nein, ich mache gar nichts. Du fährst einfach mit dem und sagst, wie du als Rennfahrer dieses Auto bewegen würdest. Und dann kannst du ja mal fahren und sagen, ob die Einstellung, die der Profi sagt, ob das überhaupt für dich anwendbar ist. Beim Nürburgring, beim Rennen, beim 4-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit 150 Autos hat man ja am Ende vom Rennen sehr viel Gummiabrieb an den Rändern liegen. Wenn du da einmal durchfährst, kriegst du beim Fronttriebler das kaum noch freigefahren. Haben wir auch ständig immer freigefahren. Deswegen sind ja viele auch mit dem Föhn zugange. Haben wir jedes Mal zwischen den Checkdays immer gemacht. Genau, und das sind die Sachen, wenn du ein richtig gutes Fahrwerk hast und wenn alles stimmt, darf sich der Reifen normal nicht mehr zufahren. Wenn ich Traktion auf der Hinterachse haben will, also wenn ich erstmal jetzt eine sichere Hinterachse haben will, dann eher weich oder eher hart? Schwierig. Weil kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt halt immer drauf an. Wenn du ein Auto, habe ich jetzt eben schon erklärt, wenn du einen indifferent machst, dass das Auto leicht zum Übersteuern geht, ist er ja weich. Das heißt aber nicht, wenn ich ihn jetzt hart drehe, ist er besser oder andersrum. Wie kriege ich die Reifen besser warm? Kann man auch nicht so sagen. Durch Spur meistens. Cool. Spur und Sturz sind eigentlich die Schlüssel.
Punkte vor dem, bei der Hinterachse. Also mit einer Spur 0 zum Beispiel ist das Tödlichste. Entweder macht man wirklich die Spur auf Vorspur oder auf offen. Und dann Front angetrieben. Genau. Und dann ergibt sich dann hinten die Temperatur, der Reifenabrieb und so weiter. Ich weiß, weil beim Heckgetrieben hast du, glaube ich, bei mir Spur 0 eingestellt, ne? Nicht unbedingt. Das macht man auch schon mal Vorspur und Gurkenfahrer. Ja. Nein, aber man muss ja immer, wir tun ja also anders. Ich habe immer Angst davor, dass so ein Zuschauer denken könnte, dass wir jetzt hier versuchen zu philosophieren über irgendwas. Dabei können wir nichts. Ja, wir nicht. Nein, das ist, heißt ja auch nicht, das, was ich dann erzähle, dass das auch alles stimmt. Nein, aber du hast ein ganz anderes Gefühl zu so einem Auto. Du merkst Sachen, ne? Er merkt Sachen, die wir wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Es sind auch viele Leute, die sagen, das stimmt ja gar nicht, was der da erzählt. Mhm. Aber das sind halt meine Erfahrungen, die kann ich halt nur wiedergeben. Seit wie vielen Jahren jetzt? Seit 1998. Na, siehst du. Okay, lange Rede. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir bohren das ein. Ja. Aber jetzt gerade ist auf Null. Und dann machen wir den Kabelbinder. Kannst du so lange drehen, bis du weißt, in welche Richtung. Hast du jetzt schon wieder verstanden? Nein, aber wir waren ja noch bei gar keinem Schlüsselpunkt, wie wir es jetzt einstellen. 10 hatten wir. Du hast 10, der Mauer 10, okay. Ich habe auch nach 7 noch auf 10 gedreht. 48, 52, 36, 1, 3, 7. So. Haben wir immer eine gute Mischung. Ja. Ist, dann auch ist jetzt nicht zu viel, nicht zu wenig. Hier ist jetzt eine andere Heckerfeder drin. Weil wir natürlich... Nein, und zwar haben wir ein Einstellmaß. Und dadurch, dass das Gehäuse jetzt auch länger ist, wollen wir im Endeffekt das gleiche Einstellmaß beibehalten. Und haben jetzt im Endeffekt, die Zusatzfeder hat das gleiche Blockmaß, aber sorgt dafür, dass wir im Endeffekt das Einstellmaß beibehalten können und die Feder aber trotzdem noch weiterhin Vorspannung hat. Also wenn du jetzt die Helperfeder und die alte zusammendrückst, haben die beide das gleiche Blockmaß von 15 mm. Also komplett zusammengefahren, haben aber das gleiche Einstellmaß und haben jetzt über das längere Gehäuse aber trotzdem die Möglichkeit, jetzt eine... Einfach nur, dass die Feder nicht lose ist im maximalen Ausfall. Also wir haben jetzt immer noch den Verstellbereich und halt weiterhin Vorspannung. Ja, aber das macht ja immer. Also neue Dämpfer ist drin. Jetzt müssen wir natürlich als allererstes gucken, dass wir die gleiche Höhe wie vorher haben. Ungefähr 300. 302. Also das Auto sieht jetzt so ein bisschen aus, als wenn wir ja doch nochmal die Rallye Dakar fahren wollen. Aber ich finde es gleich harmonisch aus. Also, wenn wir so ein bisschen von weiter weg gucken, sieht man jetzt gleich so, dass es jetzt aber gleichmäßig vorne hinten ausfedert. Na, hinten immer noch mehr. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Ding so über den Sprunghügel rüberkommt, ja. Sieht es tatsächlich so aus, als wenn alle vier Räder gleich in der Luft sind. Mhm. Ja, da sehe ich dich auf Pflanzgarten, dass er so abhebt, auch so weit weg vom Boden. Marcel, kann es von Nachteil sein, dass ich zu viel Ausfederweg hinten habe? Das ist schwierig. Zu viel kann man eigentlich nicht haben, aber... Wird es tendenziell einfacher oder schwerer zu fahren, so rumzuformulieren? Ich denke einfacher. Einfacher. Weil wenn du sowieso Probleme mit dem Heck hast bei dem Auto, wird es eher einfacher als schwieriger sein. Okay. Ja, dann messen wir mal. Finales Ergebnis. Du bist dran. 375. 375 haben wir 80 mm. Ja. Jawohl. Jawohl. Ja, aber kommt ja auch hin. Weil du weißt ja, wie weit das Rad weg war. Ja. Da soll es ja auch wieder hin. Okay, ja, das heißt, wir haben jetzt Feder gleich geblieben, genau. Dämpfer ein bisschen länger, dadurch mehr Ausfeder weg und wir haben ihn jetzt erstmal 3 Klicks härter gemacht. Ja, heißt, nächsten Einsatz ausprobieren, deine vorne, Erfahrung schildern. Vorne mache ich einfach ein bisschen Sturz raus, statt 4 Grad fahren wir mit 2,6, 2,7 so in dem Dreh und dann einfach mal fahren, gucken, was passiert. Alles cool, alles geil, danke für eure Zeit. Auch Marcel, danke für deine Expertise. Haben auf jeden Fall wieder viel gelernt. Ich habe viel über das Thema Stoßdämpfer gelernt. Irgendwann müssen wir mal wieder so Stoßdämpfer zerlegen. Weil ist schon wieder länger her. Ja, Revision machen. Genau. Nein, aber die Idee ist nicht schlecht. Erstmal so wenig wie möglich ändern. Gucken, was die Änderung an der Hinterachse jetzt vom Fahrgefühl gebracht hat. Dann entsprechend die Vorderachse nochmal verändern. Und so rantasten, dass du dich am Ende in dem Auto wirklich wohlfühlst. Und auch überhaupt von der Theorie erstmal anfangen, das Fahrwerk einzustellen. Weil selbst das war bisher noch nicht so. Aber zur Not muss Marcel einfach mal zum Bild zu Werk kommen. Da müssen wir einfach ehrlicherweise sagen, da wirst du deutlich mehr Erfahrung haben als Profi. Ich habe nicht so viele Wochenenden gerade zur Verfügung. Ja gut, du bist da mitten in der Saison. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke an die Firma A&R. Danke an euch beiden. Wir trinken jetzt noch ein Espresso und dann geht's ab nach Hause. Ne? Sehr gerne. Schönen Abend. Ciao.